Welches Interface brauche ich für mein Home-Studio? Das Interface ist nach dem Computer meiner Meinung nach die wichtigste Komponente, die ein Home-Studio braucht. Das Interface ist sozusagen die externe Soundkarte für den Computer und hat ultra viele Schnittstellen, zum Beispiel zum Mikrofon, für den Kopfhörer und für die Monitorboxen, die wir anschließen wollen. Ich habe für das Basic Setup das UR12 von Steinberg ausgesucht. Ist ein super kompaktes, kleines, preiswertes Interface und wir schauen mal rein, wie das aussieht. Ja, genau so sieht das Interface aus. Wir haben hier vorne zwei Eingänge. Einmal ein Mikrofoneingang mit XLR und das andere ist ein Line-Eingang. Hier lässt sich zum Beispiel eine E-Gitarre anschließen. Außerdem haben wir verschiedene Ausgänge. Hier können wir zum Beispiel einen Kopfhörer anschließen und hier hinten dran die Monitorboxen. Dazu kommen wir auch noch später. Außerdem gibt es ein USB-Kabel mitgeliefert und damit wird das Interface an den Computer angeschlossen. Den Strom bekommt das Interface entweder hier über USB vom Computer oder hier drüben über ein Netzteil, was sich anschließen lässt. Außerdem gibt es hier einen 48 Volt Phantom-Spannungsschalter und den möchten wir anschalten, weil wir ja später mit einem Großmembranmikrofon arbeiten wollen. Das erkläre ich aber später nochmal. Dafür brauchen wir hier die Phantomspannung. Ja, sieht klein und kompakt aus und hat ultra viele Vorteile. Die Aufnahmequalität mit diesem Interface ist echt gut, denn hier gibt es direkt einen eingebauten Preamp für das Mikrofon. Den muss man sonst bei anderen Interfaces davor schalten, damit man diese Qualität erreicht und der ist hier direkt mit eingebaut. Super genial. Außerdem beim Recorden mit dem Mikrofon gibt es die Möglichkeit, Direct Monitoring anzuschalten. Das heißt, dass wir uns latenzfrei auf den Kopfhörern hören, während wir aufnehmen. Das ist also bei vielen anderen Interfaces nicht möglich und das ist eine coole Option hier. Die Audioqualität mit diesem Interface ist echt super gut. Wir können hier mit 24 Bit aufnehmen und bis zu 192 kHz Samplerate verwenden. Das ist so viel, das brauchen wir für unsere Zwecke gar nicht, aber es ist gut, dass es das erstmal kann. Ja, außerdem ist hier eine CD dabei. Auf der CD sind Treiber, damit das Ganze auf dem Mac oder PC auch läuft und einige Tools zur Integration in Cubase. Apropos Cubase. Mit dem UR12 kommt eine kostenlose Download-Version von Cubase AI. Das ist eine der kleinsten Versionen, die es von Cubase gibt. Das Coole daran ist aber, und hier kommt der Trick für euch, es ist möglich, Cubase AI abzugraden auf Cubase Elements. Das kostet 49,99 € im Moment und das ist 50 € weniger als Cubase Elements an sich kostet, wenn man das so kauft. Also da haben wir auf jeden Fall einen Vorteil dadurch, dass wir dieses Interface gekauft haben. Okay, bevor wir das Interface anschließen, erstmal die Treiber installieren. Dafür die CD einlegen und wir schauen mal, was da drauf ist. Okay, schauen wir uns mal an, was auf der CD drauf liegt. Wir haben hier direkt eine Setup-Exe, die brauchen wir nur zu starten und dann können wir den Installationsanweisungen folgen. Okay, jetzt können wir das Interface mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Rechner anschließen. Dafür nehmen wir ein freies USB-Port und los geht's. So, fertig installiert, fertig angeschlossen und das UR12 ist hier in meinen Geräten zu finden und funktioniert. Das war's also schon. Falls du aus irgendeinem Grund kein CD-Laufwerk haben solltest, dann gibt's die Treiber dafür auch online zu finden. Ich stelle den Link einfach unter dieses Video.